Herzlich willkommen in meinem Herzenwerk. Hier ist die Roswitha. Und ich freue mich, dass du da bist zu einer neuen Legung heute. Dein Wunschpartner, was geht ihm gerade im Gedanken umher? Was fühlt er und welche Aktionen plant er denn in deine Richtung? Das schauen wir uns heute an. Natürlich in der Kollektivenergie. Das heißt, es kann nicht für jeden zutreffend sein. Bitte bedenke das und schau da etwas mit Abstand drauf. So eine Legung kann natürlich auch Hoffnung wecken, sie kann aber auch Hoffnung nehmen, also bitte schau da eigenverantwortlich drauf. Nimm dir gerne Impulse mit, die du mitnehmen möchtest, ansonsten sieh es als Unterhaltung. Und ja, ich begrüße alle neuen Zuschauer, alle neuen Abonnenten, herzlichen Dank für euer Abo, freut mich wirklich sehr. Ja, und ich freue mich auch über alle, die schon länger dabei sind, also vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und mich da unterstützt. Und ja, dann fangen wir an. Schauen wir mal, was seine Gedanken so beschreibt. Dazu würde ich jetzt erstmal eine Tarotkarte springen lassen aus dem Licht- und Schatten-Tarot bei Chris N. Und da schauen wir mal, wie geht es denn so in seinen Gedanken? Was ist gerade so das Thema? Was treibt ihn um? Die Königin der Kelche. Naja, ich würde sagen, das bist du, die ihn umtreibt. Die Königin der Kelche, ja, das ist eine liebevolle Person, hat viel Fantasie, die ist mitfühlend, liebevoll, sympathisch, verständnisvoll. Also ich nehme an, ich gehe davon aus, das bist du, die ihn da gedanklich gerade gefangen genommen hat. Und ja, die Königin der Kelche ist eine gefühlvolle, von Herzen agierende Frau. Ja, es kann sein, dass du vielleicht im Zeichen Krebs, Skorpion oder Fische geboren bist, also ein Wasserzeichen, weil es geht ja um Gefühle, muss aber nicht sein, kann auch sein, dass es dann Aszendent oder ein Mondzeichen ist. Aber wie gesagt, es muss nicht sein. Es kann natürlich auch andere Sternzeichen sein, die sehr gefühlvoll sind und liebevoll und ihre Gefühle halt auch zeigen können und der eigenen inneren Stimme, der Intuition vertrauen. Also ja, die ist hier auch nach oben angebunden. Und dann schauen wir doch mal mit dem Epic Light Lemmermoor von Kathleen Bergmann, was wir hier für Klärungskarten bekommen. Was seine Gedanken betrifft, was kriegen wir da, was bedeutet das noch? Oder haben wir jetzt schon drei? Ja, okay, also er denkt über sich und dich nach. Eine Botschaft mit den Eulen und mit dem Park, ja. Oh, okay, also es geht schon darum, sich mit dir zu treffen. Also er denkt drüber nach, eine Nachricht abzusenden, wie er dich treffen kann. Und ja, er ist da schon konkret in der Planung. Also er sieht sich da im Geiste schon die Nachricht schreiben. Also da ist er, da ist die Eule, da geht es auch um natürlich Aufregung. Vielleicht stresst ihn das auch gerade so, weil er nicht weiß, wie er es schreiben soll. Aber es geht hier ja natürlich um ein Treffen, aber auch eine Öffnung. Er muss sich dir öffnen, er muss dir eröffnen, dass er ein Treffen haben will. Also ja, aber du bist voll in seinen Gedanken und da macht er sich gerade echt einen Kopf, wie er das anstellt. Schauen wir mal weiter auf Herzebene. Was haben wir da für eine Tarotkarte? Was beschreibt sein Gefühlsleben? Ach, die wollte aber, na doch, sie wollte doch. Und ist unter den Tisch gefallen. Was haben wir denn da? Oh, den König der Stäbe. Naja, das ist er. Also er ist da schon in seiner Leidenschaft, also der ist mit Feuereifer dabei. Das ist jemand, der kann begeistern, der hat Willenskraft, ja, der ist aber auch ungeduldig, temperamentvoll. Der hat Feuer. Der König der Stäbe, der hat hier einen Stab mit Feuer drauf, ja. Und kann sein, dass der jünger ist als du. Ach ja, und Männer, die ihr zuschaut, bitte seht euch auch trotzdem als Königin der Kelche, weil der Zuschauer ist hier die Dame und der Gegenüber ist der Herr. Also ja, aber er ist da in seinem Feuereifer
Und der will das auch durchsetzen. Der ist durchsetzungsfähig, der ist temperamentvoll, selbstbewusst. Es kann auch sein, dass es eben ein jüngerer Mann ist, eben unverheiratet natürlich und in Feuerzeichen geboren, wie der Löwe Schütze zum Beispiel, und muss aber auch nicht sein. Aber jetzt schauen wir mal weiter, worum geht es denn da in seinen Gefühlen? Ach, schon wieder an der Tisch hier. Oh. Okay, da haben wir das Haus, wieder drei. Das Schiff und der Fuchs. Okay, also ist da in der Sehnsucht. Er hat diesen Drang, zu dir zu kommen. Er fühlt sich mit dir zu Hause. Ihr habt eine Basis, sein Herz. Da ist ein starkes Gefühl da, was ihn mit dir verbindet. Also da ist ein gefühlsmäßiges Fundament da, ja. Und ja, vielleicht hat er sich das oder gesteht sich das nicht so ein, dass er da eine große Sehnsucht zu dir hat. Mit dem Fuchs ist er aber auch ein Stratege. Also ich glaube eher, dass er hier den richtigen Weg sucht. Und gefühlsmäßig, ja, wie soll er das wieder ins Reine bringen? Aber er ist hier auf jeden Fall auf dem Weg und ist der Stratege. Er will es halt schlau anstellen. Er ist vielleicht auch jemand, der sich nicht bloßstellen möchte. Also jemand, der seine Gefühle eben nicht offen zeigt. So. Wenn es um die Liebe geht, ja, Feuerkraft und Leidenschaft hat er schon, aber wenn es um tiefe Gefühle geht, vielleicht ist er da eben auch eher zurückhaltend. Das Schiff ist ja auch eine langsame Karte. Vielleicht ist ihm das jetzt so bewusst worden und er fühlt gerade so, was richtig ist und was falsch ist in seinem Leben, was bisher falsch gelaufen ist. Vielleicht hat er sich auch angelogen, sich selbst belogen, was seine Gefühle für dich betrifft. Also schauen wir mal weiter. Jetzt hätte ich gerne noch eine Karte für die Tendenzen, die nächsten Schritte, geplante Aktionen. Was plant er denn? Das waren jetzt zu viele. Ich möchte nur eine haben. Tod und oder Wiedergeburt. Ja. Und am Unterdeck der Ritter der Kelche. Also er kommt hier mit einem romantischen Angebot auf jeden Fall. In einer freundlichen, harmonischen Stimmung. Vielleicht ist er da auch gerade, aber in seinen Planungen hat er schon hier die Liebe und die freundliche Atmosphäre. Das ist ihm wichtig. Er möchte die gute Stimmung nutzen. Und mit dem Tod und Wiedergeburt, das ist ja auch so die Karte für einen Neubeginn, also eine Transformation. Die Situation, wie sie bisher war, die möchte er abschließen, das möchte er verändern, umwandeln, also transformieren. Und mit, ja, da kann wieder etwas Neues starten eben. Und ja, das Loslassen, also er möchte jetzt die alte Phase eben abschließen und dass eine neue Phase beginnen kann. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Welche Aktionen plant er? Was haben wir da? Okay, da fällt schon das Herz, hat sich schon umgedreht. Mach's jetzt so rum. Herz, die Sonne und die Fische. Wow. Wow, okay. Ja. Und hier haben wir unter der Knoten. Ja, da ist noch der Wurm drin irgendwie. Vielleicht darf der jetzt auch platzen, der Knoten, weil die Sonne in der Mitte der Karten, die zeigt ja an, hier löst sich etwas. Da geht es um eine Gefühlsentscheidung, Herzensentscheidung, wahre Gefühle, tiefe Liebe. Und das, ja, das große Glück, die große Liebe. Und der Knoten darf hier platzen, denn da haben wir das Nest, also da geht es um Geborgenheit. Er wird feststellen oder er weiß, dass er sich mit dir, dass er
bei dir zu Hause ist, mit dir sich geborgen fühlt, sicher. Und ja, Blockaden dürfen sich lösen. Die Liebe ist da, die Sonne, die löst die Knoten, die Verstrickungen auf. Ja, Wärme, Geborgenheit, Fülle und die Fische, ja, tiefe Gefühle, die Gefühle sind im Fluss. Also er möchte das wieder ins Fließen kommen lassen und wow, okay, also ich bin gespannt. Ich hoffe, ganz viele davon, von euch sind in Resonanz und ich drücke euch die Daumen und wünsche euch alles Liebe. Bis zur nächsten Legung, bis bald und ja, ciao, ciao, schönen Abend noch.